Grundrente, wie geht es weiter? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 23. Oktober 2019 hat sich nochmal die Arbeitsgruppe zur Grundrente getroffen und wie zu hören war, hat man sich nicht einigen können auf die Grundrente. Aber man ist auf einem guten Weg. Also es geht wohl nur noch um in Anführungsstrichen kleine Details, die zur Grundrente geklärt werden müssen. Unter anderem um die Frage, wie hoch denn eigentlich das Einkommen sein darf, bis wann man Grundrente beziehen darf. Das Problem dort in der Frage ist, wie wird das erfasst, wie wird es nachgewiesen? Ich habe gelesen, dass da wohl die Finanzämter mit im Spiel sein sollen, damit dort die Einkommensnachweise an die deutsche Rentenversicherung übermittelt werden. Das ist das eine. Und das andere Problem ist noch, was machen wir mit den Leuten, die die Grundrentenzeiten, die 35 Jahre Wartezeiten knapp verfehlen? Das ist also sozusagen noch das Paket, was noch abzuarbeiten ist. Und wie ich gelesen habe und auch gehört habe, im Internet nachlesen konnte, in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, soll wohl bis zum 4.11.2019 eine Entscheidung zur Grundrente jetzt gefällt werden. Definitiv kommt keine Entscheidung zur Grundrente bis zur Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober 2019. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.